Gude, wir haben heute eine sehr intensive Session vor uns. Mein Name ist immer noch Henrik Steinbeck. Ich bin digital mit Dr. Matthias Markowski zusammengeschaltet und grenzübergreifend Studenten, Lehre und Lernendenübergreifend machen wir immer mal wieder Bittgespräche, haben wir das genannt. Heute in Folge 6. Wir haben das Ganze mal in Klausuren, Exams und überall nur Klausuren beschrieben, weil wenig Zeit, auch heute, halbe Stunde haben wir uns vorgenommen, und die verschiedenen Sichten. Matthias hat in einer Umfrage die gleiche Frage für unterschiedlichen Zielgruppen gestellt. Darüber wollen wir heute reden. Genau. Ich würde sagen, wir springen direkt rein. Einfach weil, wie in der Klausur, wenig oder viel Vorbereitungszeit, und wenn es dann direkt reingeht, hat man eigentlich nur die Zeit, also man hat immer zu wenig Zeit. Du hattest diese Frage gestellt. Ja, genau. Also weil natürlich irgendwie so vielleicht in meiner lehrenden Filterblase außerhalb von Twitter und außerhalb sozusagen der, die versuchen immer irgendwie innovativ zu denken und eher so ein bisschen konservativ unterwegs sind, natürlich so die Riesendiskussion ist, also wenn jetzt die Prüfungen alle online stattfinden und die Studis da sozusagen alle Möglichkeiten der Welt haben, dann haben wir die überhaupt gar nicht mehr unter Kontrolle. Die machen ja, was sie wollen. Die betrügen alle. dieser permanente Betrugsvorwurf, ne? Ja, also, man möchte ihnen ja nichts unterstellen, aber es wird wirklich, diesen Satz habe ich häufiger hören müssen. Und es gibt halt einige, die sagen, nee, also das geht alles überhaupt gar nicht online und wir müssen ganz unbedingt warten. Also wenn das jetzt nicht in Präsenz möglich ist, dann müssen wir die ganz unbedingt verschieben, bis das irgendwie wieder in Präsenz möglich ist, weil es kann kein anderes Prüfungsformat geben, als das in Präsenz zu machen. Und dann habe ich mir so andersrum überlegt, wenn man jetzt halt so, wie es hier steht, einmal in irgendwie so einem x-wöchigen Fernstudiumssemester die einmalige Chance und Möglichkeit hätte, seine Studierenden für, keine Ahnung, eine Stunde, 90 Minuten, wie auch immer, so eine Prüfung vielleicht dauert, in Präsenz zu treffen, für was würde man das dann nutzen? Was ich daran mag, ist es genauso suggestiv gestellt wie, die betrügen doch alle oder da müssen wir was machen. Also die Frage ist sozusagen genauso suggestiv gestellt. Finde ich gut. Und man sieht ja, dass keiner die Prüfung wählt. Naja, komisch. Also keiner. Ich glaube, einer, wenn man das jetzt zusammenzählt, dann ist das genau einer oder eine, die gesagt hat, eine summative Prüfung am Ende wäre schon. Also ich sehe das an gewissen Stellen auch, dass das nicht. Aber wenn es jetzt so um den ganzen Kurs geht und wenn man mal die ganzen Herausforderungen irgendwie von Prüfungen ausblendet und das ganze Große von so einer Lehrveranstaltung sieht und sich das vorher irgendwie aussuchen könnte, dann würde man never ever auf die Idee kommen zu sagen, die Prüfung ist der einzige Termin, an dem man gerne irgendwie alle einmal unbedingt in Präsenz treffen würde, um sie dann 90 Minuten wieder isoliert von der Außenwelt an möglichst weit entfernten Einzeltischen voneinander hinzusetzen, um irgendwie Aufgaben bearbeiten zu lassen. Zumal es gibt ja, das ist ja jetzt gar nicht so unrealistisch. Also das, was, warte mal ganz kurz, ich passe gerade mal den Firefox, wir kriegen hier ständig so komische Trends reingebläut. Das hat ja einen echten Ansatz. Also 14 Wochen ist nun mal jedes Semester, egal ob ich in Präsenz oder in Fern studiere oder vor Corona oder nach Corona. In meinem Kopf sind es sogar 16 Wochen, also irgendwie durch vier, also sind die 4 Monate. Und die Fernuni Hagen, wir haben schon öfter darüber sie gesprochen, nicht nur wegen dem Manifest, hat ja fast genau diesen Modus. Also das kenne ich von den Modulbeschreibungen von denen, nur machen die das ja eben auch genau nicht so. Also es sind ja vor allem die informativen Treffen in der Mitte oder oft haben sie eine Pflichtmöglichkeit und dann gehst du eben woanders hin oder machst die Prüfung sogar ganz zu Hause. Ja, also ich will darauf hinaus, es gibt, glaube ich, kaum etablierte Formate, weil alles, was wir jetzt machen, ist irgendwie so ein bisschen Trial and Error und mal wird was Positives gepostet und mal nicht. Es gibt keine etablierten Formate, die das so machen. Mir ist jedenfalls keins bekannt. Ja, und zwei haben halt gesagt was anderes. Also, dass ungefähr diese Kennenlernrunde und das informelle Treffen zur Mitte sich ungefähr die Waage halten, hätte ich auch schon so gedacht. Ich wäre auch persönlich unentschieden, was ich da jetzt machen würde. Also, ich würde vielleicht so ein Kennenlernrunde, informelles Treffen vielleicht bei einem Drittel machen. Und es haben ja auch zwei gesagt, was anderes, aber dann nicht wirklich darauf geantwortet, was sie jetzt damit meinen. Ah, so, und dann. Ja, schade.
Was mich wirklich überrascht hat, also ich habe natürlich auch abgestimmt, klar. Ich hätte die, also ich finde die Kennenlernrunde sehr charmant und auch irgendwie didaktisch und auch sozial sinnvoll. Ich finde sie aber, ich sage jetzt mal ganz böse, ein bisschen verschwendet, weil man sozusagen, also wenn ich mir rein vorstelle, ich fahre für 90 Minuten wo rein. Deswegen ist es halt sehr suggestiv. Ich fände es halt interessant, wenn man tatsächlich mal so eine direkte, oder deswegen habe ich für informatives Treffen in der Mitte abgestimmt, weil man hat noch genug Zeit, man hat aber auch was getan, man hat was geschafft sozusagen, weil irgendwie sind wir ja doch in dieser Effizienzblase gefangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt nicht nur ein Modul habe, sondern das machen jetzt 4 oder 5 Module, dass das Kennen, die Kennenlernrunde am Anfang, die Gefahr, dass dann da die beiden Dudes sitzen, mit denen ich sowieso treffe. Also man hat die anderen noch nicht, man hat ja überhaupt gar keine Chance vorher, sie auch nur jetzt meinetwegen irgendwie virtuell über Twitter oder was auch immer kennenzulernen. Mhm. Und ich glaube, man nutzt die Zeit nicht so wahnsinnig effektiv. Also ich glaube, es ist halt schon spannend. Also man kann sich ja auch über online so ein bisschen kennenlernen. Und dann munkelt man, ja. Munkelt man. Und dann trifft man sich und dann ist natürlich da irgendwie umso mehr Feuer drin, wenn man sich dann halt so austauscht. Also ein schönes Beispiel dafür ist vielleicht, ich habe im letzten September so einen Online-Workshop gemacht, der eigentlich natürlich auch mal in Präsenz geplant war, mit ein paar netten jungen Mädels. Das waren tatsächlich nur Mädels, wo wir mit so ein bisschen Elektronik-Basteln rumgespielt haben. Und die kannten sich vorher auch alle nicht wirklich in Präsenz, sondern sie haben alle eine App benutzt, eine Into-Mint-App, wo man halt so kleine Experimente aus dem Mint-Bereich machen konnte. Und sie haben sozusagen irgendwie ähnliche Experimente gemacht und man konnte seine Ergebnisse da hochladen. Und dann haben die sich halt geplant, war, dass sie sich dann wirklich in Präsenz treffen. Das ging halt leider nicht, aber es war sozusagen virtuell über Zoom. Und wir haben dann so Workshops gemacht. Es gab vorher auch dann nochmal eine kleine Kennenlernrunde und dann gab es halt so Pausen. Und gerade in den Pausen, in diesen informellen Pausengesprächen, da war halt da in Zoom der Teufel los und die haben sich wirklich unglaublich gut da unterhalten, weil man halt genau gemerkt hat, ne, also die schwebten da alle so ein bisschen auf so einer Wellenlänge, weil sie halt vorher alle da irgendwie so ähnliche Experimente gemacht haben und sich mit den gleichen Dingen beschäftigt haben. Jetzt nicht im Rahmen von einer Lehrveranstaltung, aber im Rahmen von so einem Hobbyprojekt, würde ich mal sagen. Aber mir zeigt das mal wieder, dass man das irgendwie kultivieren muss. Also die Ansage, hier, ich mache jetzt mal einen Breakout-Room auf, ich gebe euch doch alle Möglichkeiten, das reicht halt nicht. Also irgendwie brauchst du einen gemeinsamen Vornenner, dass man sagt, okay, wir sind entweder durch Schmerz alle schon mal zusammengekommen. Also das Phänomen sieht man ja auch bei Wiederholungsklausuren, dass dann es immer so ein paar Leute gibt, die sagen, okay, wir sind ja hier jetzt zwanghaft wieder mit dabei, das vereint eben, oder dass man sagt, okay, wir müssen jetzt alle von zu Hause lernen. Ja, also, aber das ist echt spannend. Wollen wir mal auf die zweite Studenten? Frage, genau, weil die wunderbare Petra Schwer hat eingeworfen, dass das natürlich hier die Twitter-Filterblase ist und da sind eher weniger Studierende unterwegs. Und was? Hier sind keine Studierende? Das ist ja. Die Lehrenden, ja. Das ist ja völlige Überraschung. Nicht kategorisch ausschließen, aber der Schwerpunkt ist da vielleicht auch ein anderer. Und dann habe ich gesagt, das ist natürlich kein Problem. Ich habe ja noch meinen Daily Grundlagen Elektrotechnik Quiz Account. Ach Quatsch. Instagram. Ja. Und so, bei Instagram sind natürlich mehr die. Die hippen, coolen Jungen. Sag doch, wie es ist. Ja, ganz genau. So, und da. Und eher die Studierenden natürlich. Und allein schon. Ich meine, 102 haben es gesehen, aber wir haben noch ähnliche. Ich meine, 34 Stimmen overall und dann. Es ist sehr ähnlich. Also. Also zumindest die Leute, die du erreicht hast, spannenderweise. Genau. Okay. Was natürlich irgendwie bei Instagram so komisch ist, man kann da nicht wirklich Umfragen starten, man kann da nur ein Quiz machen. Und das sieht man jetzt hier nicht. Ich hatte dann in dem Quiz, na doch, so ganz klein sieht man es in dem Blog, da steht irgendwo drin, hier gibt es kein richtig oder falsch, ne? Weil eine Antwortmöglichkeit muss sich markieren. Ja. Yeah. Und da habe ich halt einfach die letzte genommen. Irgendeine musste ich halt beliebig auswählen. Ah, okay, ja, gut, klar. Ja, die Verteilung ist eigentlich recht ähnlich. Also interessanterweise haben jetzt von den Studis halt 3 gesagt, sie fänden eine Prüfung am Ende gar nicht so verkehrt. Einfach vermutlich, weil auch da die Erfahrungen mit Online-Prüfungen und auf was man sich da jetzt einlässt, halt eben eher gering sind und man Katze im Sack, will keiner. Also summativen Präsenzprüfungen am Ende vielleicht irgendwie nachher noch das geringste Übel vermutet, aber die Kennenlernrunde am Anfang ist da auf jeden Fall sehr weit vorn. Ja, was mich auch echt überrascht, also
Ich meine, gut, es kommt halt auch so ein bisschen darauf an, welche Studien. Ich vermute jetzt mal, also wenn wir so ein bisschen mal in die Demografie reingucken, dass das eher Bachelorstudierende sind. Ist jetzt einfach wirklich nur eine Vermutung. Ah, also ich weiß nicht, in meinen Masterkursen ist es mittlerweile echt so, dass so die Effizienz die Kontrolle übernommen hat, dass man quasi zackig fertig werden will. Also sowohl im Kleinen die Vorlesung, als auch irgendwie Thesis, aber da bin ich, glaube ich, schon wieder in so einer Subbubble. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn man jetzt gerade angefangen hat oder es ist irgendwie das zweite Corona-Semester und man hat irgendwie die Uniräume noch nie von innen gesehen und alle reden was von Hörsaalverteilung und ja, noch nie gesehen, dann macht das, denke ich, absolut Sinn. Ja, aber auch spannend. Also ich meine, letztlich sind die Verteilungen ja genau ähnlich. Ja. Was mir immer wieder zeigt, dass man öfter miteinander, also ich meine, das ist ja eine seltene Gelegenheit, dass man mal miteinander redet. Oder zumindest über die gleiche Frage. Deswegen war das von Professor Schwer wahrscheinlich ein ganz guter Hinweis, das mal zu machen. Ja, weil, also die Gelegenheit hat man nicht so oft, weil dann schon ehrlicherweise von Lehren oder von Dekanatsseite oder von Präsidialseite und dann geht es so runter, kennen wir ja, entschieden wird. Also es ist auch noch, ich habe auch noch in keiner Veranstaltung oder mir ist keine Veranstaltung bewusst, wo groß drüber gesprochen wird, okay, hier Studierende, wir haben uns da zwei Modi überlegt, welche Pille hättet ihr denn gerne? Ja, naja, und ansonsten klausurtechnisch, ich meine, ich habe ja schon geblockt, wie ich das bei uns in den Grundlagen der Elektrotechnik so in etwa plane, also definitiv eben ohne Videoaufsicht. Also die Klausur ist doch bei euch schon auch durch, oder? Nee, die Klausur ist noch nicht durch. Die Klausur ist erst in 2 Wochen ungefähr. Und das, was jetzt durch war, war eine Übungsscheinklausur, eine Leistungskontrolle. Ach, aber da, wo du auch online über Zoom erreichbar warst, abends noch? Genau. Das war nur eine Leistungskontrolle. Das ist ja spannend. Also was ich kenne, ist, dass halt das so allgemein nochmal, ja, ob man das jetzt Probeklausur oder extra Übungsblatt hochlädt, aber auch das habt ihr quasi live geprobt. Naja, was heißt geprobt? Also das war ja das, wo es am Ende Punkte für gab. Da gab es halt eine Probe vorher im Moodle. Also es gab so einen kleinen Test, wo man eben ein paar Fragen dieser Art sich durchklicken konnte, dass man mal so ein Gefühl dafür hat, wie sieht das aus und wie sieht das Feld aus, wo man sein Ergebnis eintragen muss. Und und der eigentliche Durchlauf hat dann eigentlich auch super gut funktioniert. Also das ist auf jeden Fall auch was wir die Jahre darüber hinaus beibehalten werden, weil der Vorteil für uns, muss man ganz ehrlich sagen, so eine Leistungskontrolle dann so kontrolliert sich natürlich von allein. Ne? Also man vielleicht danach als Hintergrund, das ist die du individuell erstellst mit dem Hintergrund MATLAB-Prozess. Nee, das waren jetzt Fragen im Moodle. Also ich habe eine Multiple-Choice-Frage gehabt und ansonsten so Fragen mit Zahlenwert und Einheit. Und ausrechnen und was in das Feld eingeben. Und es haben eben, damit es vergleichbar ist, haben alle Studierenden die gleichen Aufgaben bekommen, aber in unterschiedlicher Reihenfolge und mit jeweils unterschiedlichen Zahlenwerten. Ja, weil ich meine, das ist ja tatsächlich immer so die Gretchenfrage. Wie stellt man sicher, und ich verstehe diese Frage, also ich will ja auch, dass meine Leistung oder die Leistung von, dass meine Lernleistung oder die Note, die ich darauf bekomme, dass sie für etwas steht. Also natürlich ist die Gefahr der Noteninflation, ja, das ist schon wieder sehr krass geframed, die ist natürlich da. Und dann ist, glaube ich, so die intuitive, und ich verstehe das auch, ich habe mich auch schon selber erwischt, die intuitive Art zu sagen, ich mache das so restriktiv, ihr kriegt 100 Fragen in 90 Minuten, ihr könnt das, ihr könnt das ja gar nicht. Und das eröffnet so ein technisches Wettrüsten, also so digitaler, so ein kalter Krieg, so wenn man mal die Kriegsrhetorik auspacken will, im digitalen Prüfungswesen. Und das finde ich halt eine sehr gefährliche Spirale, weil natürlich dann der eine oder andere sagt, ja, dann habe ich halt irgendwie hier noch einen Mitbewohner. Und dann sagt, oh, wenn ihr die habt, dann müsst ihr mehrfach eure Studienausweise in die Kamera zeigen. Du hattest ja ein Video, wo du gezeigt hast, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist, weil das klappt halt nicht immer, das spiegelt. Also es ist halt dieses Wettrüsten oder dieses Hin und Her, was ich halt sehr gefährlich finde. Aber natürlich muss man sich der Frage stellen, wie stellt man denn sicher, dass das ja auch untereinander fair ist. Weil wenn dann irgendwie die 5er WG quasi in der Staffel schreibt,
natürlich, da hätte ich auch keine Lust drauf als Student. Das dann sozusagen. Und auch da gibt es ja immer so ganz besondere Spezies. Habe ich auch letztens, oder wir hatten ja einen längeren Thread mit einem Kollegen, also mit einem Stranger-Kollegen, wie man PDF sicherstellt. Ob man den Studierenden sozusagen genau zwingen kann, eine PDF-Datei hochzuladen und ob das nicht schon überbordene Verantwortung wäre, die man dort genau auf die Prüflinge abschiebt. Wo ich halt auch sage, es müssen halt grundsätzliche Standards sichergestellt werden und ich kann mit einer Pages oder einer Numbers einfach nichts anfangen und ein Linux-User kann auch mit einer Doc nichts anfangen und eine PDF funktioniert nun mal. Und ich glaube auch, dass wir die Diskussion noch haben und aktuell reden wir bei vielen Unis, finde ich zumindest so irgendwie, was geht grundsätzlich, also welcher Rahmen, welcher Zeitpunkt, wer loggt sich wann ein. Das ist ja noch nicht die Talsohle. Und bei den Lehrenden und auch bei den Studierenden merkt man dann pro Übung, pro Klausur, pro Tupel, welche Detailfragen sind denn noch offen? Dateiformate, was kann gestellt werden? Also darf man zum Beispiel Multiple-Choice-Fragen stellen? Ich weiß es nicht. Also es gibt ja durchaus Prüfungsbestimmungen, die sehr klar sagen, dass dieses Fach darf nur eine Klausur sein, das Fach darf nur eine Hausarbeit sein, was ja auch absurd ist. Also man hat ja irgendwie auf der einen Seite 120 Minuten oder 90 Minuten, also eine sehr kompakte Zeitbegrenzung. Oder man hat 4 Wochen oder noch drüber hinaus oder Monate Zeit, 15 Seiten Hausarbeiten zu schreiben. Also ich finde, das sind gute Pole, aber warum gibt es denn nichts dazwischen? Also ich kenne ja aus dem Ausland die Midterm-Exams. Das ist ja auch so, wenn man die 4 Monate Zeit hat, um die 15 Seiten Hausarbeit zu schreiben, fängt man trotzdem erst in der letzten Woche an. Was? Das ist noch nie passiert, Matthias. Noch nie hat irgendein Student 2 Wochen vor Abgabe mehr Zeit gebraucht. Ja, natürlich. Aber es sind halt irgendwie sehr, sehr extreme Pole, wie ich finde. Und warum kann man nicht sagen, okay, wir machen irgendwie ein Midterm-Exam, wo man tatsächlich mal einfach zeigen muss. Und ich verstehe auch dieses, es gibt so ein paar Sachen, die muss man einfach lernen. Das verstehe ich. Das ist in Ordnung. Und wir haben das auch mit der Grundlagen der Elektrotechnik bei dir auch schon durchgekaut. Ich habe auch so Module, gerade im ersten Semester. Völlig, völlig akkord. Aber darüber hinaus gibt es ja auch immer was in Seminaren oder in weiterführenden Vorlesungen, wo ich halt doch mal irgendwie was fallspezifisch, wo ich nicht einfach sagen kann, die Antwort ist 42, Punkt. Und dann wird es eben doch mal spannend. Macht man dann das Midterm-Exam mit dem ganzen Basisstoff, sagt dann, okay, und jetzt schreibt ihr bitte 3 Seiten Essays. Und ich finde zum Beispiel auch als Lehrender würde ich mir doch nicht den Schuh anziehen, so viele Seiten lesen zu wollen. Es gibt Grundlagenmodule, da sind 300 Leute drin. Also die Zahl denke ich mir nicht aus. Einführung Wirtschaftsinformatik in diversen, also da habe ich einen ganz guten Blick drauf, 300, 400, 500 Leute, gar kein Problem. Und dann haben wir ja auch die Kombination aus Studierende, die eben jetzt erst anfangen. Die kannst du ja auch, also das sehe ich ja auch ein, die kannst du ja gar nicht 15 Seiten schreiben lassen im zweiten Bachelorsemester. Wie auch? Also, ja, also irgendwie fehlt mir was dazwischen. Und dann sage ich mir, warum nicht? Ich meine, also das, was wir dazwischen haben, sind ja diese personalisierten Aufgaben. Und also da kriegen alle die gleiche Aufgabenstellung, aber eben anderes Schaltbild, anderes Diagramm, sind ja auch eingeladen, sich dann auszutauschen, darüber zu diskutieren. Nichtsdestotrotz, weil die Aufgaben individualisiert sind, muss jeder am Ende eine eigene Lösung abgeben. Da kann ich dann auch nicht nachvollziehen, ob die irgendjemand anders geschrieben hat, aber das ist mir im Zweifelsfall auch egal. Ne? Man muss das dann irgendwie 6-mal das Semester über machen, wenn man halt 6-mal, ich sag mal in Anführungszeichen, einen oder eine Dumme findet, der das für einen macht. Hat man einen guten Freundeskreis. Ist ja auch eine Leistung. Hat jetzt nicht viel mit Grundlagen Elektrotechnik zu tun, aber aber auf der anderen Seite, um dich kurz zu unterbrechen zu dürfen, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, in der Timeline kam es irgendwo auf, hat man dann nicht letztlich eher sich selber beschissen und nicht den Test? Also ja, erstens das und ich meine, nichtsdestotrotz, also auch das ist ja irgendwo auch eine Kompetenz, die im Arbeitsleben, also klar, man studiert dann vielleicht das Falsche, ja, jetzt an der Stelle, aber auch später, man muss ja nicht alles selber machen, man muss ja manchmal auch gut delegieren können und anderen sozusagen, also dann auch
vertrauen, dass sie die Aufgaben für einen sinnvoll erledigen und auch die Ergebnisse irgendwie für sich selbst wieder nutzen. Naja, und das machen wir halt semesterbegleitend, da gibt es bestimmte Punkte und ich meine, weil das halt nicht so wahnsinnig viele Punkte waren jetzt in diesem Semester und weil es uns immer eine Leistungskontrolle gab, hatte ich mir überlegt, gibt es halt noch eine Online-Leistungskontrolle. Und da war eben so der Punkt, wie du sagst, also damit es irgendwie einigermaßen chancengleich zugeht, eben alle die gleichen Aufgaben, wie besprochen mit der anderen Reihenfolge, mit anderen Zahlenwerten. Und dann gab es eben Zeitfenster von 2 Stunden für die Bearbeitung. Und die eigentliche Bearbeitungszeit war aber 90 Minuten. Also so, dass man halt noch mal eine halbe Stunde hatte für, man hat irgendwie ein Problem mit dem Internet, der Rechner stürzt zwischendurch ab, man muss sie mal neu starten, weil irgendwie ein Windows-Update einem dazwischen gefahren ist oder sowas. Das ist noch nie passiert. Windows-Update, was ist das denn? Ja, klar. es kommt tatsächlich, also man, ich denke auch immer mal wieder, das kann, ja Leute, ihr habt doch eure Technik im Griff. Wie oft passiert mir das hier vom Stream, dass die Batterie leer ist und ich mir denke, oh mein Gott, Rookie-Mistake. Also, A, passiert's und ich finde es halt auch relativ menschenfreundlich, zu sagen, okay, 30 Minuten. Und jetzt kommt es so ein bisschen drauf an, welche Art, glaube ich, man von Lernender ist. Der eine sagt halt, nee, das sind 30 Minuten, wo betrogen werden kann. Und auch hier, das ist ja auch nur die eine Seite des Framings, die andere Seite des Framings ist, warte, Studierende reden freiwillig miteinander über den Stoff, tauschen sich aus. Ich sag mal so, wenn sozusagen eine starke Meinung vorherrscht, die Aufgabe ist so zu lösen und das ist genau die Art, das ist die Lösung und die wird einfach so übernommen, hat man quasi so ein Critical Thinking noch automatisch mit in der Aufgabe reingestellt. Also ja, was ich spannend fände, vielleicht noch so ein kleines Gedankenexperiment am Ende, ist mir letztens so gekommen, stell dir vor, man macht eine Klausur und hat schon eine übersichtliche Zahl. Also es ist ja immer schwer, das zum Skalieren zu bringen. Also mit 200 Leuten geht es wahrscheinlich nicht. Aber sagen wir mal hier so 30 bis 40 Leute. Man sagt, okay, ihr dürft alle zusammenarbeiten. Zoom-Meeting, hier ist die Klausur, es sind x Aufgaben, kein Problem. Ihr dürft aber nur eine Aufgabe, also eine Lösung zusammen abgeben. Und wenn ihr nicht einverstanden seid, dann dürft ihr euch auch trennen. Also ihr dürft sozusagen Zellbildung betreiben, auch alleine. Ich fände es einfach, also da kommt so ein bisschen der Soziologe raus, ich fände es einfach hochgradig spannend, ab welchem Punkt man einfach sagt, ey Leute, das ist mir viel zu viel diskutieren, ich habe mich gut vorbereitet, adios, ich mache das alleine. Das wär tatsächlich mal sehr, sehr spannend, interessant. Also wir machen das ja mit so, gibt es auch irgendwie einen Blogbeitrag von mir mit diesen Gruppenaufgaben, da hatte mich mal Cynthia Heiner von der, FU Berlin oder TU Berlin oder so draufgebracht aus der Physik. Und ja, also da sagen wir, nach der Einzel-Individualphase rottet euch in 3er-4er-Gruppen zusammen und dann kriegt ihr halt einen Lösungszettel und ihr müsst da eine Lösung draufschreiben. Ja. Ihr müsst euch auf eine Lösung einigen. Und dann fängt natürlich das Diskutieren an. Ich glaube, ich habe es richtig. Nein, du glaubst, du hast es richtig. Hier wird nicht geglaubt. Also. Wie überzeuge ich den anderen davon, dass meine eigene Lösung die richtige ist und dass die andere vermeintlich falsch ist oder andersrum? Ja. Und das sind natürlich auch nochmal irgendwie ganz interessante Kompetenzen, die man da abbildet. Ich habe halt letztens mich natürlich auch mal informell mit meinen Studis unterhalten im Nachgang zu der Leistungskontrolle. Also ob dann sich viel ausgetauscht wurde über WhatsApp-Gruppen und ob nebenbei die Discord-Channel offen waren. Ja, natürlich. Aber die haben halt auch gesagt, naja, also 30 Fragen, es waren 27 Fragen oder sowas. Ja. Und halt 90 Minuten, also sagen wir mal roundabout 3 Minuten pro Frage. Also die Fragen waren nicht sonderlich schwierig. Und die haben halt auch gesagt, ne, klar kann man mal was googeln zwischendurch und so, aber eben nicht bei jeder Frage. Sonst läuft einem am Ende die Zeit davon. Ja, vor allem auch hier nochmal die Studiesicht. Stellt euch vor, ihr seid irgendwie in so einer 3er-4er-Gruppe, weil viel größer wird es auch nicht. Sonst jeder, der in so einem längeren Gruppenchat war, wenn du nichts mitbringst, also nichts zum Table sozusagen und nichts liefern kannst, sei es, dass du dich voll in das Thema 4 reingearbeitet hast oder du voll der Induktionsexperte bist, dann hat sich das mit der sozialen, wie sage ich das jetzt leicht, also quasi das Anti-Peer-Pressure sortiert einen dann auch relativ schnell raus. Also es ist jetzt nicht so, weil quasi Noteninflation etc. Also ich würde behaupten, dass selbst die Gruppen, die sich dann finden, entweder sie haben ein sehr starkes soziales Gefüge oder man hat die 14, 12 Wochen vorher schon mal ein bisschen gecheckt, wer kann denn was und wer kann wie viel. Also auch da würde ich einfach sagen, da ist die Gefahr nicht so hoch, weil wer komplett sich nur mit durchschleifen lässt,
Das merkt man, das merke ich doch schnell, wer sagt. Ja. So für die Prüfung sehe ich das im Endeffekt so ähnlich. Also da plane ich ja halt so ein Open-Book-Format, auch mit einem relativ straffen Zeitrahmen natürlich, auch dass es irgendwo im Sinne der Chancengleichheit mit den vorherigen Jahrgängen vergleichbar ist. Das sehe ich jetzt eigentlich irgendwie so als größte Gefahr, wenn man halt Jahre zuvor hat man irgendwie so eine ganz klassische wissensbasierte Klausur geschrieben, die hat man gehütet wie seinen Augapfel, ja, nie gucken, dass die Studierenden diese Klausur bekommen, ja, obwohl sie die dann vielleicht eh aus dem Gedächtnisprotokoll mal irgendwo beim Fachschaftsrat aufgeschrieben haben. Und jetzt sagt man, oh nee, das geht ja nicht, weil dann ist ja die Klausur verbrannt und jetzt fange ich an, mir ein komplett anderes Multiple-Choice-basiertes, kompetenzorientiertes Format auszudenken. Ja. Dann hat man selber damit keine Erfahrung. Ich glaube, man stellt im Zweifelsfall viel zu komplizierte Aufgaben. Die Studis wissen überhaupt nicht, worauf sie sich da einlassen und da ist man, glaube ich, halt zum Scheitern verurteilt. Recht spannend war ja auch, ich habe letzte Woche weil wir noch so ein bisschen Zeit hatten in der Veranstaltung, ganz gut mit dem Stoff durchgekommen sind, habe ich halt ein munteres studentisches Klausuraufgaben-Brainstorming in der Online-Lehrveranstaltung gemacht, im Online-Plenum. Und habe halt gesagt, wenn ihr es schafft, 7 Aufgaben zu erstellen, die jeweils so sagen wir mal, 10 Bewertungspunkte, Einheiten hätten, ne, dass die halt nicht so einfach sind. Ja. Dann nehmen wir eine von diesen Aufgaben in der Klausur nach dem Sommersemester dran. Und die Studis haben noch vorhin auch hinbekommen. Und halt spannend war mal wieder zu sehen, also die haben sich teilweise echt komplizierte Aufgaben ausgedacht. Also so im Sinne von, wenn man den Trick nicht sofort sieht, kommt man ja nie auf die Lösung. Und so komplizierte Aufgaben, weiß ich nicht, also würde ich mir... Aber hast du dann wirklich Aufgaben übernommen, wo du gesagt hast, okay, die nehme ich? Ich habe jetzt natürlich noch nicht gesagt, welche ich von denen nehme, aber ich werde das machen. Ja, ich werde eine von denen werde ich übernehmen. Und ich habe den, also das ist cool. Ich hab natürlich da jetzt auch nicht allzu viel Aufwand selbst reingesteckt, die Ergebnisse möglichst gut zu dokumentieren. Also ich habe den Studis ein Padlet angelegt und habe gesagt, hier sind irgendwie jetzt 7 Spalten für 7 Aufgaben, ladet halt da jede Gruppe, die in dem jeweiligen Breakout-Raum erstellten Aufgaben hoch. Und wir hatten das mal nicht so gute. Ja. Wir hatten mal eine ähnliche Konstellation, also auch wir als Student, wurde auch gesagt, hier, mach doch mal ein paar Vorschläge. Und wie sieht es denn aus? Im Sinne von was würdet ihr denn fragen wollen? Was fändet ihr interessant? Und dann haben wir tatsächlich, also. Und dann hat, genau, und der Anreiz war, sie teilt, also die Dozentin oder die Tutorin hat dann gesagt, sie teilt mit uns die Aufgaben. Was natürlich, selbst wenn du die dann nicht nimmst, deswegen habe ich gerade gefragt, selbst wenn du sie dann nicht nimmst, baut sich ja sozusagen die Gruppe, kultiviert und gesteuert vom Dozenten, von der Dozentin, so ein Fragenset auf. Und dieses Crowd, und das ist zum Beispiel, was skaliert total krass. Also, oder gut, muss man auch nicht platt zu sagen. Also mit 200 Leuten Einführung in die VWL könnte ich mir, natürlich wiederholen sich noch Sachen, aber auch dann merkt man ja, okay, welche Sachen könnten auf jeden Fall dran kommen, weil das sozusagen die Crowd als relevant einstuft. Und dann kamen tatsächlich auch Sachen drauf. Ich vermute, dass der Prof sich dann doch noch mal was angeguckt hat, weil da waren auch Sachen dann in der echten Klausur dabei, die so gar nicht vorgeschlagen worden sind. Aber auch ich habe zum Beispiel einen Minicase reingeben wollen, weil ich gesagt habe, hier, das fände ich selber interessant. Also das kann sehr kreative Blüten treiben, um es mal so zu sagen. Definitiv. Und wenn man das dann irgendwie auch mal, ich meine, das Sommersemester 21 kommt, das Wintersemester 21, 22 kommt irgendwann. Also man kann das ja nochmal wiederholen und so schnell werden sich die Grundlagen der Elektrotechnik eben nicht verändern. Ja. Naja, und dann bei der Prüfung da, wie du gesagt hast, klar kann man nicht ausschließen, dass die Studis sich irgendwen zu sich nach Hause bestellen, der jetzt sie dabei unterstützt, diese Klausur zu lösen. Aber so ganz und vollständig kann man das auch nicht ausschließen, wenn man sie jetzt die ganze Zeit dabei per Video überwacht, weil ich meine, die können dann immer noch per Teamview ihren Bildschirm freigeben und ich meine, da kann immer noch die ganze Zeit einer hinter ihnen sitzen, hinter der Kamera. Und also ich meine, es gibt auch hinreichend kleine Knöpfe ins Ohr, die man sich da reinpacken kann. Ganz ehrlich, diesen technologischen,
dieses Wettrüsten verlieren die Unis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also wenn ich männlichen Bartwuchs habe, dann kann ich mir auch hier einfach so irgendwie einen kleinen Ohrstöpsel ins Ohr packen und das Kabel hinter den Bart packen, das sieht kein Mensch. Also insbesondere, wenn man halt sich mit Absicht eher die 640x480 Auflösungskamera dann für die Prüfung an den Rechner ranstöpselt und nicht sein 4K 60 FPS Streamcam. Der Schelm in mir hat so viele, also das ist, und wie gesagt, ich will dieses Gedankenexperiment erst gar nicht aufmachen. Ich habe da schon länger drüber nachgedacht. Ich will auch, wie gesagt, erst gar nichts streuen, aber wenn man sich auch mal mit anderen, also es gibt ja noch deutlich nerdigere Tech-Kollegen als ich, wenn man sich mal mit denen unterhält, was da so die an Grundideen im Sortiment ist, ich kann den Unis nur raten, mach diese Kiste erst gar nicht auf. Das führt nur zu noch mehr Misstrauen und das können wir einfach gar nicht gebrauchen. Also, ja. Definitiv. Also, und ich glaube, den Aufwand, wenn man den irgendwie, den kann man vermutlich genauso in gute, kompetenzorientierte Aufgabenformate investieren, hat man wenigstens was Sinnvolles geschafft. Ja, auf jeden Fall. Und da ist es eben auch so, also klar können sich die Leute wählen nach Hause, aber wer soll das eben sein? Ne? Also, ich meine, selbst wenn man jetzt ein Ingenieur, eine Ingenieurin aus dem Berufsleben sich hinausgreift, wird die auch sagen, teilweise bei den Grundlagen der Elektrotechnik, boah, ja, habe ich mal vor x Jahren an der Uni... habe ich bestanden. Symmetrische Komponenten in dem Drehstromsystem ausgerechnet, aber the hell I know. Ja, und ich meine genauso ein Studi aus dem höheren Semester. Ich meine, ich habe ja auch Lehrveranstaltungen im Master und wenn man da dann die Leute fragt, und die kennen einen noch und man kennt sie auch selbst noch, weil sie halt vor irgendwie 2, 3, 4 Jahren in der Grundlagenlehrveranstaltung waren und dann sagt, jetzt hier gucken wir uns mal an, Spannungsteilerregel, Knotenspannungsanalyse, und sagen die auch, ja, haben wir mal gemacht, kennen wir noch, aber müssen wir uns jetzt auch erstmal angucken. Also ich meine, das ist ja denn das, klar kommen die da schneller wieder rein als jemand, der das halt nie gemacht hat, aber dass die jetzt sofort lossprudeln und sagen, jetzt hier, das ist der Ansatz, zickzack durchgerechnet, das passiert natürlich auch nicht. Und von daher, ich halte die Gefahr für relativ überschaubar. Kann man bei euch nicht eh viel cooler sich Rechner bauen, die sozusagen, also die man, also Rechner oder Formulare bauen, die sozusagen die Materie durchdringen? Also ich will darauf hinaus, wenn du die Aufgaben ausdenken kannst, baust du dir ja auch nur rückwärts einen Rechner, der sich überlegt, welche Spannung liegt an, welche Widerstände. Das, also, naja, das klar. Kann man doch als Student mal nachbauen, oder? Also, ja, na, also ich meine, diese personalisierten Zusatzaufgaben, die ich habe, die sind natürlich, da ist so ein, wir sagen immer so schön, das sind so Kochrezeptaufgaben, ne? Also du siehst so eine Schaltung, so ein Problem und dann hast du so ein Kochrezept, Schritt 1, lege einen Knoten als Bezugsknoten fest. Schritt 2, nummeriere die anderen Knoten durch. Schritt 3, rechne irgendwelche Spannungen ein. Und letztendlich musst du einfach nur dieses Rezept befolgen, da eigentlich im Zweifelsfall dann manchmal auch möglichst wenig drüber nachdenken und das einfach zum Ende führen und dann vielleicht nochmal am Ende gucken, ist die Lösung irgendwie sinnvoll. Aber es gibt schon auch eine ganze Reihe Aufgaben, die so von Kochrezept weit entfernt sind. Also ich würde sagen, es ist eigentlich eher so, dass vielleicht so ein Fünftel, ein Viertel der Aufgaben, die kann man so kochrezeptartig lösen. Okay. Und das sind eigentlich aber auch die, worauf man eigentlich nicht hinaus will. Also eigentlich will man so auf diese eher anderen Aufgaben hinaus, wo man erstmal so ein bisschen nachdenken muss. Higher Bloom Taxonomy, ich verstehe. Ja, bis man's irgendwie so umgeformt hat, dass dann wieder irgendwie ein Kochrezept passt. Ja. Und das ist, glaube ich, dann sozusagen so die eigentliche Schwierigkeit. Aber das ist ja das, worauf es dann so im Berufsleben eigentlich ankommt, was denn irgendwie so einen guten Ingenieur ausmacht, ne? Also, oder eine gute Ingenieurin, die da halt so drauf guckt und sagt, so geht's nicht, aber man muss ein bisschen umdrehen oder irgendwie da mal ein bisschen was vereinfachen und so, dann klappt es auf einmal. Und ich meine, das ist ja jetzt, also andere Fakultäten oder Fächer haben ja diesen Luxus erst gar nicht, sich sozusagen auf ein Viertel oder ein Fünftel Kochrezepte, da werden sowieso nur Essays geschrieben. Also deswegen, und wir sind in der Minute 35 letztlich. Ich glaube, wir machen es echt wie Klausuren, die enden sharp sozusagen. Hat mich sehr gefreut, Matthias. Wir machen... Mich ebenso. Man könnte sich über das Thema Klausuren auch auf jeden Fall weiter auslassen. Ich meine, noch eine Takeaway-Message von dieser Online-Leistungskontrolle. Ja. Die vielleicht wirklich allen, die Angst nimmt, sowas auszuprobieren, wenn man sich die Punkteverteilung am Ende anschaut, dann sieht sie genauso aus wie die Punkteverteilung vorher in einer Präsenzleistungskontrolle.
Wer hätte das gedacht? Wow, so much surprise. Aber es ist tatsächlich gut zu wissen, dass man das auch einfach beweisen kann. Ansonsten ist es einfach nur, ja, na, nette Anekdote, aber so, ja. Nee, ich glaube, auch wenn das jetzt mehrere Jahre passiert, dann wird sich das vielleicht etablieren. Man kann dann irgendwie mal in 5 bis 7 Jahren, wie heißt das, Äpfel mit Äpfeln vergleichen und nicht mit Autoreifen. Genau. Schön. Wir sehen uns das nächste Mal, weil wir haben schon einen Termin. Ja, wir haben schon einen Termin, prepared. Wir haben diesmal vorher einen Termin. Das ist der... Ja, wir haben einen Abendstream. Welcher? Der 26. oder? Nee, der... Ich weiß es nicht. Wir streamen auf jeden Fall Dienstagabends. Schön. Bis dahin. Wir werden es ankündigen. Wir werden es ankündigen. Bis dahin, gute Out Freude, von Berlin und aus Magdeburg. Ja, ich roll noch das Intro. Ciao.